Ja, wir sind ein naturwissenschaftliches Realgymnasium und da ist es logisch, dass wir uns auf Science konzentrieren, das heißt, dass wir präsentieren, was am Schulstandort alles möglich ist und das gemeinsam im Bildungskretzel auch herzeigen. Und daher ist für uns dieser Science Day auch kombiniert mit dem Tag der offenen Tür. Das heißt, wir wollen wissenschaftliche Experimente mit den Kindern machen und das im Bezirk zeigen. Dann ist es ganz, ganz spannend. Es ist ein Experimentieren mit Kindern. Heute geht es zum Beispiel um Farbe. Angelegenheit, die Wertigkeiten der Kunst und der Wissenschaft den Kindern nahezubringen. Eine gute Möglichkeit. Wir haben hier Feuer und hier das Wasser. Das Wasser wird hier aufgekocht und das Dampf kommt hierher und das Rad dreht sich durch das Dampf sozusagen. Ich weiß, dass wir uns Experimente erwarten und erwartet haben. Ist das so? Ja. Also wir finden es sehr interessant zu sehen, was unsere Schüler vorbereiten können. Auch wenn nicht unser Zweig ist. Ja, also unser Erstzweig trägt nicht beim Science Day mit, also bei, aber es ist sehr interessant rumzugehen und zu schauen, was andere Klassen vorbereitet haben und da vielleicht mitzumachen. Was sie in den nächsten Jahren vielleicht schon helfen werden.